Das Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen. Was für eine Tragödie. Am Freitagnachmittag war der Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach München kurz nach der Abfahrt entgleist. Dabei starben 4 Frauen und ein 14-Jähriger. Weitere 14 Fahrgäste wurden wohl zum Teil schwer verletzt. Das Polizeipräsidium um Oberbayern Süd in Rosenheim teilte jetzt aber mit, dass die Staatsanwaltschaft wohl aufgrund eines Anfangsverdachts ein Ermittlungsverfahren gegen 3 Mitarbeiter der Bahn eingeleitet habe. Hier besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Die Deutsche Bahn selbst äußert sich zu den Tatvorwürfen wohl noch nicht. Sie sagt allerdings zu, die Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung der Unfallursache zu unterstützen. Immerhin. Klar ist bisher nur, dass die Deutsche Bahn wohl an dieser Unfallstelle Sanierungsarbeiten geplant hatte. Das lässt letztendlich darauf schließen, dass die Unfallstelle möglicherweise genau dort vor dem Unfall nicht so ganz in Ordnung gewesen war. Aber das sind natürlich alles nur reine Spekulationen. Tatsächlich ist aber jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Und deshalb wollen wir uns mal ganz kurz den Tatbestand der fahrlässigen Tötung angucken. Was ist überhaupt die fahrlässige Tötung und wo ist das geregelt? Geregelt ist die fahrlässige Tötung in § 222 Strafgesetzbuch. Dort heißt es, wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines anderen Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Straftat kann also mit einer Geldstrafe geahndet werden, eben aber auch mit einer mehrjährigen Haftstrafe. Die Tat muss also fahrlässig begangen werden, was bedeutet, dass hier letztlich niemand sozusagen in dem Bewusstsein gehandelt haben muss, tatsächlich auch eine Straftat zu begehen. Ein Vorsatz ist nicht erforderlich. Ansonsten wäre es ja in Anführungsstrichen der ganz normale Totschlag nach § 212 StGB. Was bedeutet also jetzt Fahrlässigkeit? Findet sich dazu etwas im Gesetz? Natürlich. Die Fahrlässigkeit ist geregelt in § 6 StGB. Dort heißt es unter anderem unter Absatz 1, fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen verpflichtet und nach seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm zuzumuten ist und deshalb nicht erkennt, dass er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht. Alter Schwede, ziemlich kompliziert. Also er muss die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lassen. Punkt. Da uns jetzt aber zu wenig Informationen vorliegen, kann natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, ob diese Voraussetzungen tatsächlich vorliegen und vor allem gegen wen genau überhaupt ermittelt wird. Gegen den Lokführer und oder möglicherweise auch gegen etwaige Entscheidungsträger, vielleicht sogar in der oberen Etage. Hat da irgendjemand seinen Job nicht richtig gemacht? Fragen über Fragen. Ich gehe mal davon aus, dass wir in Kürze nähere Informationen über das laufende Ermittlungsverfahren erhalten werden. Die Bahn hält sich hier auf jeden Fall im Moment noch sehr bedeckt. Sollte am Ende aber tatsächlich ein Schuldiger gefunden werden, so kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es am Ende dann zu einer Verurteilung kommt. Aber als Strafverteidiger sage ich erfahrungsgemäß, sofern überhaupt ein Verantwortlicher gefunden wird und er nicht nur von irgendjemandem da oben vorgeschoben wird, kommt es bei solchen Fällen manchmal eben auch nur zu einer Geldstrafe oder zu einer Freiheitsstrafe, die dann aber wiederum zur Bewährung ausgesetzt wird. Solange aber der oder die Verdächtigen nur verdächtigt sind, gilt natürlich auch hier die im Strafrecht verankerte Unschuldsvermutung. Ja? Wir werden sehen, wie es hier weitergeht. Erfahrungsgemäß wird es ohnehin schwer werden, den tatsächlich Verantwortlichen hier zu finden. Aber wie gesagt, ich kenne die Einzelheiten nicht. Meistens schieben sie sich dann gegenseitig die Schuld in die Schuhe und am Ende muss dann irgendjemand, Hauptsache medienwirksam, seinen Hut nehmen und dann war es das leider zu oft. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie es weitergeht und werde gegebenenfalls auch weiter berichten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Muckout.